Hallo liebe Leute von heute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Plays Projekts von Maniac Mansion Mania. Ich bin der Malo und Mertig und es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es weiter mit Episode 18, Shit Happens. Ja, ich würde mal sagen, wir wollen doch mal sehen, was uns Großartiges erwarten wird bei diesem Spiel. Verdammte Erbsensuppe. Hätte ich Idiot doch einfach mit vom Hamsterbraten gegessen. Aber nein, Bernard muss mal wieder den Idealisten raushängen lassen. Was der arme Bernard zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass er gerade dabei ist, eine neue Lebensform zu gebären, welche sich aus einer Symbiose meiner genmanipulierten Erbsensuppe und Bernards Darmflora entwickelt hat. Mann, mein Hintern fühlt sich an, als wäre ich gerade frisch aus dem Jugendknast rausgekommen. Okay, alles klar. Was für eine beschissene Geburt. Mama? Mama? Scheiße, wo ist meine Mama? Mami, ich bin's doch, dein Kackhaufen. Ja. Also die Episode fängt im wahrsten Sinne des Wortes schon mal richtig beschissen an. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an zu spielen. Ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel bislang. Denn mir gefällt es bislang jedenfalls selber schon mal. Also auf irgendeine kranke Art und Weise, ich weiß auch nicht warum. Naja, egal. Wollen wir doch mal gucken. Können wir überhaupt was anschauen? Also, nö, wir können nur die Tür benutzen. Okay. Wo ist sie hin? Ich muss meine Mama finden. Ja, okay. Das ist jedenfalls die große Quest, die wir zu erfüllen haben. Die wir erfüllen müssen. Und zwar unsere Mami zu finden. Mal gucken. Die ist bestimmt hier drin, oder? Oh mein Gott. Mama! Sie sieht sehr krank aus. Arme Mama! Ich muss ihr helfen. Ja, das müsste aber eher dein Papa sein. Aber okay, egal. Arme Mama! Können wir Bernard benutzen? Den Scheiß lasse ich lieber sein. Okay, öffnen. Die Scheiße geht nicht auf. Ja, okay. Ich finde es sowieso lustig, dass die Scheiße alles öffnen kann, obwohl die Scheiße eigentlich keine Hände hat. Naja, egal. Was ist das denn? Oh Gott, Mama nimmt Drogen. Nein. Ist bestimmt nicht ihre Bong. Oder ihr Bong. Ja. Die hat Mama bestimmt einem kleinen Jungen abgenommen, damit er sich nicht seine Zukunft verbaut. Ja, genau. Jo. Bestimmt hat die Scheiße telekinetische Fähigkeiten. Ich weiß es nicht. Leer. Scheiß PC. Ja. Der funktioniert im Moment nicht. Mama hat DOS XP installiert. So eine Scheiße. Okay, jetzt werden. Ja, ich weiß, Entschuldigung für die vulgären Ausdrücke, aber das werde ich mal ausnahmsweise machen. Jo. Scheiß Schack. Ja, was ist dazugehört? Deswegen. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Was will ich mit dem Scheiß? So. Perpetuum mobile. Scheiß Perpetuum mobile. Ja, okay, das ist echt ein bisschen zu viel. Gewinner des Eierkopfpreises. Genau. So, dann gehen wir mal raus. Die Bücher könnten wir uns nochmal anschauen. Ja. Scheiß Bücher. Scheiß Fenster. Okay, hast du noch was anderes zu sagen, außer diesen Scheiß? Naja, gehen wir da mal rein. So, schauen wir uns mal um. Und? Scheiß Nachtschränkchen. Ach, das ist. Kannst du mal was anderes sagen? Nein, natürlich nicht. Nein. Lass mich raten. Scheiß Bett, ja genau. Oh Mann. Naja, gehen wir mal in Britneys Zimmer rein. Hallo, Papa. Nee, bestimmt nicht. Scheiß drauf. Die Kleider würden mir sowieso nicht passen. Scheiß Lila. Da ist nur Scheiße drin, ja. Scheiße, sieht das abgenutzt aus. Okay. Mit fremder Leute Unterwäsche habe ich nichts zu schaffen. Nicht mehr.
So. Von der Scheiße. Okay. So. Oh, hallo Grün. Was machst du denn hier unten? Du dürftest doch eigentlich gar nicht hier unten sein. Also dich hier unten blicken lassen, meine ich. Wer bist du denn? Das Opfer eines gemeinen Diebstahls. Was wurde dir denn gestohlen? Ein Gerät. Was für ein Gerät? Ein lebenswichtiges Inhalationsgerät, ja, genau. Was denn für ein Inhalationsgerät? Hast du Asthma? Du siehst zwar vertrauenswürdig aus, aber genauere Informationen kann ich dir leider nicht geben. Oh Mann. Ja, sieht wirklich sehr vertrauenswürdig aus, ja. Die Meteoritenpolizei, ach, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ja, volle Kanne Asthma. Meteoritenpolizei? Naja, die zivilen, ich sagte es, vergiss es einfach. Du musst mir helfen. Hilf dir selbst, Arschgeburt. Na gut, ich werde mich mal umsehen. Tu das und besorg mir mein Gerät. Dein Inhalationsgerät, genau, werde ich besorgen und so. Das müsste bestimmt das hier sein. Wow, danke, du hast sie gefunden. Mein Asthma-Inhalationsgerät. Super, jetzt kann ich endlich wieder kiffen. Ich muss weg. Tschüssi. Gut, jetzt können wir hier vorbei. Okay. Bestimmt nur die scheiß Abstellkammer. Fabian mit dem kleinen Mund. Ich finde das so herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ja, okay. Was habe ich mir schon gedacht, dass du es sagen würdest? Gibt es hier irgendetwas? Anscheinend nicht auf dem ersten Blick. Oh, da liegt was. Ein Teller. Scheiß Tisch. Nein, ich wollte den Teller. Scheiß Teller. Okay. Dumm die Dumm. Lecker Hamsterbraten. Okay. Hallo, Dr. Fred. Hallo, du da. Du musst mir helfen. Igitt, was ist das denn? Hilf mir bitte. Wer bist du denn? Und was machst du hier? Ich bin Code Sievers und wenn ich groß bin, will ich Sandman werden. Ist doch scheißegal. Meine Mama ist krank. Deine Mama? Wer ist denn deine Mama? Na die, die oben krank im Bett liegt. In dem Zimmer mit dem beschissenen PC. Ja, jetzt weiß jeder Bescheid. Oh mein Gott. Du meinst Bernard. Dann bist du... Aber... Das ist... Hilfst du mir jetzt oder nicht? Na klar helfe ich dir. Schließlich... Super, ich brauche eine Medizin gegen krank werden. Oder krank aussehen, meine ich. Da müsste einer, der so aussieht wie du, doch was auf Lager haben, oder? Ich glaube, was Bernard braucht, ist eine Prise von diesem genmanipulierten Spezialschimmelgewächs. Allerdings muss es von einer anderen Person vorverdaut werden. Entschuldigung. Wow, danke. Wirst mir gleich mal reinpfeifen. Nein, mit deinem Verdauungstrakt wird das nicht funktionieren. Schließlich hast du ja keins. Ne, also, würde mich auch schwer wundern. Der sollte etwas, menschlicher sein. Verdaust du es für mich vor? Bitte. Ich? Ich bin allergisch. Na gut, dann suche ich mir jemand anderes. Bis bald. Warte, da gibt es doch etwas, was du wissen musst. Was denn? Code, ich bin dein Vater. Was? Du siehst mir doch gar nicht ähnlich aus. Du bist viel zu hässlich. Aber wenn ich's dir doch sage. Lügner. Ich habe eine genmanipulierte Bodensuppe. Lügner! Ich habe keinen Vater. Ach, das verletzt mich so sehr. Mein eigener Sohn. Oh, du warst so scheiße zu ihm, Code. Also das geht gar nicht so. Ich mag den jetzt schon nicht. So. Aber machen wir... Oh, ein Braten. Mhm. Können wir den Braten mitnehmen? Okay, alles klar. So, dann kann ich mir schon denken, was wir tun müssen. Leer. So.
Also die Scheiße kannst sogar Schränke fernab seiner Entfernung öffnen. Also ja, das finde ich sehr interessant. Scheiß Waschbecken. Okay. So, dann wollen wir doch Folgendes machen. Den Scheiß lasse ich lieber sein. Dann mach's doch mal so. Nein, den brauche ich ja vielleicht. Den brauche ich vielleicht noch. Okay, alles klar. So. Wir brauchen also ein perfektes Opfer für unseren Braten. So. Oh, das ist eine Fernbedienung. Gucken wir mal, was da für ein Scheiß läuft. Hier bin ich wieder, Ihr alter Freund Mark E.T. Wir veröffentlichen. Scheiße! Ich habe den Text vergessen. Ach, Kacke. Okay. So. Scheiß gemütlich. Kannst du es mitnehmen? Okay, jo. Gemütlich. Du hast Scheiße vergessen. Naja. Oh, ein Lückenöffner. Lückenöffner. Ja, Lückenöffner. Wow, ein Lückenöffner. Luken. Lückenöffner. Oh, da ist unser Fadi. Hey, Na, der heult immer noch. So, okay. Der Scheiß geht nicht. So, okay, dann gehen wir wieder rein. Warte mal. Ich bin ja auch immer so voreilig. Ich sollte doch erstmal den Briefkasten öffnen. Mal gucken, ob da was drin ist. Leer. Nö. Da ist nur leer drin. So. Dann wieder nach oben. Nee, nimm doch nicht den Hamsterbraten. Der arme Hamster. Blubber. Was machst du denn hier? Ja. Hey, hättest du nicht vielleicht Lust, was zu essen? Schon, wenn es nicht gerade von einem Haufen Scheiße kommt. Ach so, naja. Bis dann. Tschüss. Ich habe gerade mit Dr. Fred geredet. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Jo, ja, ich lasse ihn lieber sein. Ach, Mono. Ah ja, ach so. Jetzt dürfte es leichter sein, jemanden zum Vordauen zu überreden. Vorverdauen zu überreden. So, dann probieren wir es nochmal. Würdest du das für mich verdauen? Ich esse bestimmt nichts, was du vorher berührt hast. Okay. Na, pass mal auf. Dann machen wir es doch mal so. Da ist ein Teller, genau. Ja, jetzt funktioniert es nämlich. Okay, jetzt wieder zurück. Hey, dieser blaue Kerl sagte, er hätte dir einen Hamsterbraten aufgewärmt. Hamsterbraten? Wow, Dr. Fried ist einfach genial. Oh, lecker. Mann, habe ich Hunger. Verdammt. Ich muss aufs Klo. Das war lustig. So, schnell hinterher. Jo, der ist doch bestimmt auf dem Pott. Mann, hier stinkt's. So, und jetzt gucken wir mal, was er hinterlassen hat. Yes! Da ist der vorverdaute Genschimmel. So, und jetzt, warte mal. Eine Sache brauche ich noch. Und zwar, hallo. Hey, verschwinde! Wegen dir habe ich übelsten Dünnschiss. So, sorry. Fett, ich hab den Schlauch. So, genau, den brauchen wir nämlich. Weil, das können wir ihnen leider so nicht geben, glaube ich. Wie bekomme ich die Medizin jetzt in Mama rein? Ich brauche irgendein Hilfsmittel, genau. Und den haben wir hier, den Schlauch. Genau, sieht auch lustig aus. So, und jetzt rein damit. Kurze Zeit später. Ich habe einen Geschmack im Mund, als hätte ich Scheiße gefressen. Mama, Igitt, was ist das? Ich bin Kot, dein Sohn. Verdammt, ich wusste nicht, dass man jetzt auch schon beim Essen verhüten muss. Ich hab dich so lieb. Komm mal mit, ich zeig dir mal was Tolles. Oh ja. Was willst du mir denn zeigen, Mama? Das nenne ich eine Abtreibung.
Oh, wie fies. Das war's fürs Essen mit unserer Geschichte. Bernard ist wieder gesund und kinderlos. Und Kurt hat in der Schüssel sicher auch passende Eltern gefunden. Und wenn nicht? Naja, jetzt mal ehrlich. Wen interessiert die Scheiße? Hey, Mr. Hanky bestimmt nicht. Also, ich meine, Hanky würde sich bestimmt auf ein Scheißkind freuen, ne? So, das war's also mit dieser Episode. Mir fällt gerade der Autor nicht ein, der die Episode gemacht hat. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er in den Credits noch gestanden hätte. Ja, was soll ich zu dieser Episode sagen? Die Episode ist scheiße. Nein, also, ja, die Episode ist scheiße im positiven Sinne. Also, die Episode ist witzig, hat gute Rätsel auch mit drinnen wieder, auch wenn man sich natürlich denkt, wie soll denn bitte schön so ein Haufen was aufnehmen können und so weiter und vor allen Dingen was tragen können, wenn er noch nicht mal eine Tasche hat, sage ich mal ganz blöd. Aber auf jeden Fall, ich glaube, der Autor hieß Junior. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Naja, auf jeden Fall, die Episode ist sehr gut gelungen, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die auch auf fäkalen Humor stehen. Für diejenigen, die nicht draufstehen, denen wird es auch nicht so zusagen. Kann ich auch in gewisser Weise verstehen. Es ist natürlich etwas, ja, ihr wisst schon. Aber trotzdem ist es eine lustige Episode geworden und da kann man auch nicht so viel drüber meckern, wie ich finde. Gut, das soll es auch von mir gewesen sein mit der Scheiße. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch das ist ganz ehrlich auch das letzte Mal, dass ich das Wort auch nochmal benutzt habe in diesem Video. Naja, okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.